Hätte ich erst nicht gedacht. Ja, Benz Town, ich hol den Daimler Benz. PA Sports und Samra haben sich gedacht, um den Track von Katja Krasavitsch zu ergänzen namens Frauen, machen sie einen Track, der heißt Gute Frauen lieben schlechte Männer. Deswegen lieben mich die Frauen auch nicht. Ich bin einfach so ein nice guy. Das ist einfach das Problem. So, produced by Chica. Let's fucking get it, mate. Und wir haben hier schon mal eine Skyline. Mal gucken, welche Form von Track das wird. Okay, es wird gedacht. Es wird deep. Es wird emotional. Ich bin wieder viel zu gut drauf. Das ist Samra, den wir gerade hören. Nee. Aber die ist gar nicht aufgelistet. Wer ist das? Steht nirgends. Oder? Du hast was Besseres verdient, Baby. Das weißt du selbst, Zeit ist Geld, Spotlight und Bitches, willkommen in meiner Welt. Gute Frauen lieben schlechte Männer, doch ich ändere mich, denn du wärst bei mir auch. Er hat einfach den Drake Hoodie an. Schön, hier schon mal die Lyrics am Anfang. Wenn ich 7 Jahre Gefängnis krieg, ob nun in einer Villa auf der Straße oder 7. Stock, Seele ging kaputt, weil mich das Gift in dieser Dünja lockt. Die Stimme geht so nice auf dem Beat, Alter. Alle machen Auge, aber kein anderer küsst dich so. Doch an manchen Tagen bin ich abgefuckt und rücksichtslos. Sitz im Casino, leg ein 70er komplett auf schwarz. Verlier 100.000, versprech dir, das war das letzte Mal. 24-7 Hustle, doch sie ist bis jetzt noch da. Und weiß, ich kann es aufhören, wenn ich abgerechnet hab. Soldier bis aufs Blut, Baby Girl ridet für Major Pain. Ich kam aus dem Dreck dieser Kanacke. Ach, das Musikvideo ist so. Also es ist schon ein bisschen künstlerisch. Irgendwie, also, ne, hier, erst sitzt sie da auf der Straße, jetzt ist sie auch am Dancen, so. Ja, okay. Aber auch, ich weiß nicht, ich finde den Style irgendwie ziemlich high quality gerade. So, also, da habe ich echt das Gefühl, der Videograf hat's voll drauf. Ich meine, guck mal, was das für eine simple Kulisse ist. Und trotzdem sieht irgendwie der Shot übelst nice aus. Genießt es. Auch wenn ich morgen nichts mehr hab, die ganze Gegend brennt. Doch du bleibst das hellste Licht der Stadt. Egal, was du machst, ich bleibe hier. Egal, was du tust, ich stehe zu dir. Okay, also er hat eine treue Frau. Aber er kriegt's halt nicht hin. Die Hook geht auch hart, Alter. Hätte ich erst nicht gedacht, als ich den Gesang gehört habe, dass es so hart geht, aber es geht schon richtig ab. Yes, Sir. Also ich glaube, das ist halt oft so auch für also wenn Partnerschaften, jetzt wird wieder gelabert, Leute, wenn so Partnerschaften irgendwie nicht so funktionieren, oder was heißt nicht funktionieren? Ich meine, auch eine Partnerschaft, die nicht funktioniert, funktioniert ja irgendwie. Aber dass viele in ihrem Partner eine Art Projekt sehen. So, also etwas, woran man arbeiten kann. So, ich meine, du sollst deinen Partner irgendwie so akzeptieren, wie er ist, und trotzdem ist für viele so, ja, okay, er oder sie baut eigentlich die ganze Zeit Scheiße, aber es ist so, es gibt einem so das Gefühl von, dass man eine Aufgabe hat, oder vielleicht beweihräuchert man sich selber auch so ein bisschen dadurch, so dass sich trotzdem bei der Person bleibt, obwohl die Person das, das und das Scheiße macht. Also da hängt so viel Psychologie dahinter, dass man vielleicht selber denkt, genau das hätte ich verdient, so ein Partner, vielleicht aber auch gleichzeitig ein eigenes Schuldgefühl, dass man denkt, so, man sei der anderen Person schuldig, all diese Sachen zu vergeben, oder vielleicht auch einfach Liebe. Ist es Liebe, Leute? Ist es Liebe? I don't know, man, I don't know. Aber Liebe ist auf jeden Fall im Track. Auch wenn du sagst, dass du mich liebst, hast du was Besseres verdient. Auch wenn deine Augen leuchten wie das Glänzen. Und er versucht's, aber kriegt's nicht hin. Du mich auf und du bist da, wenn ich erfriere. Aber wenn du das nicht schaffst, legst du dich in den Dreck zu mir. Ich war ja. Und vor allem ist es aufregend. So, ne? Ich glaube, viele Leute suchen in der Beziehung eher so ein Entertainment-Programm, wie so eine Art Netflix-Serie, so, wo immer irgendwas passiert. So. Und ja, so manchen Leuten wird emotional sehr schnell langweilig und dann ist so eine Beziehung perfekt, wo auch irgendwie viel durcheinander ist. Ich laber und philosophiere so gerne. Lang auf Drogen, Martellinen auf dem Mischpult und siehst das Handy klingeln, dabei trifft sich keine Mitschuld. Und erst wenn du eine Träne weinst, tu mir meine Fehler leid, denn ich war der Teufel, du das Mädchen in dem Engelskleid. Der Mensch, der mir das Leben zeigt, Besteck liegt auf dem Mittagstisch. Sehr nice, Alter. Auch dieser Kontrast, wie sie in diesem weißen, schönen Kleid, in diesem Lastenaufzug tanzt. Alles mit dem Fingern ist, auf der Flucht im Sprinter sitzt, wie kalt mich der Winter trifft und wie man seinen Bruder zu Gesicht kriegt durch den Gehirn.
trotzdem nahmst du mich in Schutz, Katalea. Denn wir beide hassen von dir. Katalea! Ey! Und bevor ich gehe, gehst du in die Luft. Katalea! Beim Wiedersehen gibst du mir einen Kuss. Katalea! Egal was du machst, ich bleibe hier. Egal was du tust, ich stehe zu dir. Und egal was geschieht, wo du auch sein magst, nichts darf uns trennen, das Leben ist nicht einfach. Ballert, ballert. Der Beat auch sehr schön. Ein sehr stimmiger Track fand ich jetzt. Jetzt haben wir wieder das tote Album. Nein, das 10. Album, was ich aber jedes Mal lese als das tote Album. Aber ey, Digga, das Outro ist so fire. Aber wie viele Tracks will er noch rausballern? Ich meine, wie viele Lieder soll das Album haben? Das ist so geil. Also wenn der Track mit diesem Instrumental rauskommt, Digga, da werde ich ohnmächtig. Das ist einfach so heftig. Ja, oh mein Gott. Stellt euch da nochmal so richtige krasse Features irgendwie drauf vor, so so ein Kollege, ne? Und ja, also hat mir sehr gut gefallen, aber lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Dieser Track, Digga, bekommt von mir auf jeden Fall ein Like. Klar, könnte ich öfters mal machen, so am Ende so, wenn mir was richtig gut gefallen hat, einfach ein Like geben. Sehr schön, also auch der Titel passt halt voll zum Textinhalt und es erzählt, glaube ich, auch so eine Geschichte, mit der sich viele identifizieren können und auch aus dem Herzen heraus merkt man so richtig und so emotional und Samras Stimme passt, PA Sports Stimme passt so gut auf den Beat, Samras Stimme natürlich auch, aber bei PAs Part hat man es richtig gemerkt, wie gut das einfach zusammenpasst und dann der Kontrast noch zur gesungenen Hook, die aber auf demselben Beat auch hart geht, wo man denkt so, hä? Fand ich so toll, also echt super. Ihr merkt, es hat mir gefallen, so. Und oft, das sind aber auch so Tracks, die höre ich nicht oft am Ende. So, die höre ich jetzt, das höre ich vielleicht noch ein, zwei Mal und dann höre ich das nicht mehr, so, weil das so mit meinem natürlichen Stimmungsbild nicht übereinstimmt, aber trotzdem finde ich den Track richtig feier. Aber ich bin halt nicht so oft in den Feelings für diese Tracks. Aber der Track ist halt richtig gut. Und wenn ich in dem Feeling wäre, dann wäre das halt so ein Top-Track. You understand? You know what I mean? Also lasst ein Like und ein Abo da, gern einen Kommentar und abonniert, Leute. Wir schaffen bald die 1000. Bis dahin. Ciao. Meine Zeit ist viel zu worth, ich hab heute Abend Rendezvous. Denn mein Opfer für den Tag, da sitze ich wieder nach meinem Blut.